Guten Tag, liebe Simt-Gemeinde. Es geht weiter zum Thema Simt. Heute fahren wir im Dunkeln. Und das Schlimme, was ganz schlimm ist, wir fahren heute mal O-Bus durch Simtow. Das heißt, wir starten am Hauptbahnhof und fahren eine Runde auf der 13. Die 13 ist ganz lustig, um in das Obus-Thema hineinzukommen, weil die ist nicht ganz so anspruchsvoll. Wer es ein bisschen anspruchsvoller mag, kann auch mit der 10 starten. Da sind aber ein paar heftig, schon teils heftige Schikanen eingebaut, die zum Üben aber wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht sind. Also ich habe mehrere Stangenangleisungen gehabt. Ich habe mich einmal auch total vertan. Da bin ich abgebogen und ja, bin stecken geblieben auf der Kreuzung, weil ich hatte auf einmal keine Fahrleitung mehr. Ja, das ist auch möglich. Beim OBU sollte man immer tunlichst versuchen, in der Nähe der Fahrleitung zu bleiben, weil wenn die Stangen einmal rausfliegen in einer Kurve, dann hat das einen Grund und dann sollte man vielleicht auch so weit rollen, bis man wieder festen Grund unter den Füßen hat. Also das, was da oben hängt, sollte zumindest parallel zum Bus sein. Auf Kreuzungen kann es da schon mal haarig werden. Also wie gesagt, zum Üben ist die 13 wirklich gut. Wir starten am Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof in Simtow ist kein normaler Hauptbahnhof, so mit halt Hauptbahnhof sozusagen und Gleise, sondern ja, das ist mehr oder weniger ein Häuschen und die Eisenbahn müssen wir uns denken, wahrscheinlich die eine Etage tiefer. Sowas Ähnliches habe ich ja mit Wareham auch vor, bloß dass ich da keinen Bau mache, wo der Hauptbahnhof drin ist, sondern der wird an frischer Luft sein und die Gleise sind unterirdisch. Und ja, so ähnlich hatte ich mir das auch schon gedacht. Und hier haben wir ein festes Gebäude, da ist die Straßenbahn-Endhaltestelle drin und viele Haltestellen. Für Bus nehme ich mal einen und O-Bus und Straßenbahn. Da sehen wir dann auch gleich die Endhaltestelle von der Linie 2, die wir ja noch nicht gefahren sind. Zumindest die eine Endhaltestelle. Ja, die kommt dann aber in einem späteren Teil. Und vielleicht schaffe ich es auch mal tagsüber aufzunehmen. Jetzt, wie gesagt, Nachtfahrt. Wir spielen immer zur Live-Uhrzeit. Jetzt ist 17:09 Uhr. Früher komme ich leider nicht zum Fahren. Und da ist natürlich schon duster. So, wir starten mit dem Solaris, mit dem 12 Meter Solaris Trolino. Der ist eigentlich auch sehr schön. Das ist der bei den O-Bussen zumindest habe ich noch nichts Besseres gefunden. Also der ist auch bei den O-Bussen gibt es einen, der am weitesten ausmodelliert ist. Leider sind seine schönen Sachen wie 14 TR und sowas und 14 TRM, 15 TR, die anderen hier 24, 25, 26, 27, 28, das sind die etwas moderneren. Aber 14, 15 TR, 14 TR ist der Zweiachser, 15 TR ist der hier Lenkbus. Das wäre natürlich schon was, aber die sind noch nicht so weit, die sehen noch nicht so gut aus. Also bleiben wir jetzt erstmal im Hause Solaris. Macht sich am besten, wenn man Spiegel hat, weil die anderen Busse haben zum Teil keine Spiegel. Also das ist dann relativ schwierig zu fahren. Also kann man fahren, man kann drauf losfahren sozusagen, aber man sieht eben nicht, noch nicht allzu viel. So, wir bleiben bei Sommerklar. Das ist wenigstens schön grün. Wenn wir Winter einstellen würden, wäre es nur weiß. Weihnachtsbeleuchtung haben wir so auch. Es ist auch so sehr gemütlich in Simtow. Und ja, dann starten wir das Ganze mal. Und wir haben
Lenkrad Connect ist jetzt wichtig, weil jetzt brauchen wir das Lenkrad, wenn es sich komisch fahren lässt. Aber besser als gar kein Lenkrad. Also mit Tastatur fahren, das, also Obus ist jetzt nur noch erst recht mit Tastatur fahren. Normalen Bus ist ja schon schlimm hier noch, aber Obus ist, glaube ich, unterirdisch. So, willkommen am Hafen Hidrnadraji, also am Hauptbahnhof von Siebendorf. Und wir stehen hier unterirdisch sozusagen neben der Straßenbahnendhaltestelle. An der Straßenbahnendhaltestelle, ups, steht auch schon ein 15 TR von Skoda. Glaube ich, heißt der 15 TR? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Auf der Linie 2. Also. So, wir kümmern uns aber um den U-Bus. So, und dann mit Steuerung und Gu einschalten. Steuerung und Q2. Dann Vorwärtsgang, Parkbremse raus und volle Beleuchtung. Dong. Jawohl, alles an. Vorsichtshalber nochmal gucken. Na, Menschenskind, also diese Sichtsteuerung, die ist zum Teil auch sehr gewöhnungsbedürftig. So. Gut, hier machen wir das Cap. Dann kümmern wir uns hier um diesen Automaten. 1,59 müssen wir losfahren. 1, 2, 3, 4. Zack. Und okay. Und dann warten wir, dass das 1,30 uns anmeckert, dass wir losfahren müssen. Da meckert's. Zack. So. Das bedeutet, der Fahrer darf dann schon mal zur Abfahrtshaltestelle vorrücken und das macht er jetzt. So, hier in diesem Gebäude sind sowieso immer 20 km/h erlaubt. Hlavní nádraží. So, da vorne, das ist die Ausfahrweiche, die steht schon nach rechts. Das ist sehr schön. Das ist nämlich unsere Richtung. Ja, Bus und Urbus, KI-Verkehr gibt es natürlich noch nicht. Aber, ja, was nicht ist, kann ja noch werden. So, dann wollen wir mal zoomen. Und dann setzen wir uns pünktlich wie die Mama in Bewegung. Kommt gerade ein Kollege von der Straßenbahn. So, dann hoffe ich mal, dass hier kein anderer kommt von der Straßenbahn. Den mal raus. Da ist schon die Ruine. Können wir natürlich auch hier. Das ist überhaupt kein Problem. Wir machen sie gerne warm.
ist so empfindlich, das Bremspedal. Da hat es in Umsiegen gereicht, wenn man ein bisschen Luft rausnimmt. Nur A ist das hier nicht Umsiegen und B, weiß ich nicht, ob das hier auch was bringt. Das finde ich so geil am Rhythmus, den kann man so ordentlich treten. So, Weiche. Steht verkehrt. Příští zastávka Pražská. So, auf dieser Linie haben wir auch mehrere Haltestellen, wo man nicht halten muss, was sehr günstig für den Fahrplan ist, für die Fahrplanlage. Pražská. Ich werde mal die Navigation einmachen. Příští zastávka Fibichova. Oh, endlich ein paar Fahrgäste. Fibichova. Ich schaue, wir gehen die Türen immer nicht auf. Man drückt auf die Taste und es passiert nichts. Příští zastávka Jezerka. Zastávka na znamení. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Prosím. So, dann mal rechts. Nach rechts. Hallo. Příští zastávka Jánův most. Zastávka na znamení.
Also die 10 ist quasi sowas wie eine Abkürzung für die 13. Die 3, umgekehrt. Die 13 ist eine Abkürzung der 10. Allerdings bedient hier auch noch ein Stadtteil der U-Bahn. Gäste, Fahrgäste, Kunden. Januf Most. Ich sehe nicht, ob da einer ankommt. Ich habe jemanden an der alten Stelle stehen. Ich bin Sastavka, Kratzerbäume aus Mehrorina. Příští zastávka Burešova. Burešova. Rundkütt. So, nehmen wir raus. Zastávka Větrná. Und rechts rum. Beim Rumfahren mit den Stangen ein bisschen vorsichtig. Wenn man zu schnell fährt, dann kann es sein, dass man mit den Stangen entgleist. Deshalb in der Kurve vorsichtig und dann, ja, wenn man in der Kurve ist. Also Strom, nicht Gas. Větrná. Geh nach unten, geh nach raus. Okay. Machen wir weiter. Příští zastávka u pošty. So, jetzt kommt mal eine etwas anspruchsvolle Kreuzung. Hier haben wir nämlich schon einen recht beeindruckenden Drahtverhau. Den wir übrigens auf der 10 mehrfach haben. Weil hier geht es schon von allen, fast allen Richtungen, in fast alle Richtungen. Außer hier nach rechts, hier geht's noch. Und von rechts. Das heißt, da müssen wir relativ langsam drüber. Aber auch nicht so zu langsam, weil oft, wenn man zu langsam fährt, läuft man Gefahr, dass man stehen bleibt auf der
Sachsen. Das war eigentlich okay jetzt. Das war ja dran. Příští zastávka, rolky, konečná zastávka. Und wir haben die Endhaltestelle schon erreicht. Nach einer kurzen Pause geht es noch gleich wieder zurück zum Abbahnhof. Rolky, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. 10 wollen wir nicht, wir wollen die 13, Rücktour und da ist sie. Rolky, Havlinger Dreschi. Und 17.32 Uhr jetzt. Zurück in 3 Minuten. So, kann man den Augen blenden? Den gucken wir hier mal an. Vorn in die Wendeschleife. Das ist ein bisschen mit Vortasten jetzt hier, weil manche Sichten hat man einfach nicht. Man hat zum Beispiel auch noch den Schulterblick. Alles in Ordnung. So, rein theoretisch könnte man jetzt mal ganz schnell auf Klo gehen und einen Kaffee wegbringen und sich von außen das Ganze noch mal betrachten. Ups. Upsi. So. Ja, die Scheibenreflexion hier fällt mir hier bei den Bussen noch nicht. Das hat doch bei dem T3 besser gelöst. Dann hoffe ich, dass dann vielleicht mal noch ein bisschen nachgearbeitet wird. Ups, wir sollen schon weiterfahren. Okay, dann fahren wir schon weiter. Halten wir uns hier gar nicht länger auf. So. Ah. Ja, hier habe ich bloß die Sicht. Muss ich mich etwas vortasten? Jetzt kommt nichts. Und in die Abfahrtshaltestelle kämpfen. Und das machen wir schon. Rocky. Sagt die Uhr, ja. Genau. Příští zastávka u pošty. So, mal sehen, ob die Problemweiche sich jetzt stellen lässt.
gibt nämlich eine Weiche, die hier ständig Probleme macht. Und die steht leider immer verkehrt. Und deshalb muss ich den Stromabnehmer mehr wechseln. Ich verliere denn hier leider am Anfang der Route schon relativ viel Zeit. Steht sie? Oder steht sie nicht? Ne, die steht so, ja. Gut. Jetzt hat sich auf allen Fahrten, die ich hier gemacht habe, bin hier schon dreimal hin und her gefahren, das Problem, dass diese Weiche sich nicht stellen ließ. Das ist aber die einzige, wo ich das habe. Sind die Tür oder noch nicht? Zastávka Větrná. Větrná. Příští zastávka Burešova. Burešova. Alle mal rein. Alle mal raus. Příští zastávka 28. října. Na, hier geht doch schon wieder eine Tür nicht auf. Da drückt man und dann passiert nichts. Was ist denn das? Du musst den Leuchtmelder morgen auch behalten. Die Zastávka Janův Most. Zastávka na Znamení. Dynamik hier brechen. Du Raudi! Weichen? Haltewunsch? Haben wir nicht?
Männchen steht auch nicht da, Weibchen auch nicht. Gut. Dann können wir weiter mit 60. Příští zastávka Jezerka. Zastávka na znamení. Das war zu schnell. Rollen lassen. So. Zack. Handbremse anmachen. Jezerka. Dann haben wir die Kamera 8 und dann können wir uns das Malheur von unten betrachten. Da hatten wir eine kleine Stangenentgleisung bei 60 km/h, also sollten wir tunlichst vermeiden, zu schnell zu sein. Höher komme ich aber nicht. Passt das? Nee, passt nicht. Was ist denn das, ey? Denn dieses nervige Piepe dabei nur. Das macht es nicht einfacher. Was ist denn das? Warum geht denn die Schritte? Oh, ey! Sag mal, aber das ist doch die richtige Höhe. Ne, vorhin hatte ich das mal. Da wurde denn immer das Seil straff, wenn man an der richtigen Höhe war. Das ist jetzt nicht. Da ging das relativ einfach. Jetzt ist wieder hier Video und schon funktioniert wieder nicht mehr. Mensch, das gibt's doch ja nicht. Jetzt, München. So, dann kommen sie wieder raus. Die und so. Ich habe gedacht, ich komme nicht mehr weiter. Fibichova. Also nicht 60 fahren, 50. Maximal. Sonst hüpft die Stange. Na, nö. Fibichova. Oh, wie in der Stange jetzt 2 Minuten verloren. Bis dahin war noch schön im Takt. Příští zastávka Pražská. Bei meiner ersten Runde hier auf der 10 hatte ich, glaube ich, 8 oder 10 Minuten Verspätung. Weil mir drei oder viermal die Stange entglitten ist. Man muss sich da wirklich erst dran gewöhnen.
So. Kommen wir wieder in städtische Gefilde. Forderung haben wir doch nicht so viel. Nee, manchmal reagieren die Türknüpper einfach nicht. Seht ihr. Die Schiesastavka, Uwe-Jadus. Das zusammenhängt ein bisschen. Oder? So, gucken, ob der Weiche richtig steht. Nee, der steht geradeaus. Und ist es eine blaue? Und sie reagiert nicht. Ah, ich hasse es. Nee, die reagiert nicht. Jetzt. Jetzt hat sie sich gestellt. Hoffentlich war es richtig. Ja. Příští zastávka, hlavní nádraží. Konečná zastávka. Enštěna! Die reagiert relativ spät. Die Weiche vor der Brücke. Vielleicht war das auch das Problem mit der anderen Weiche. Die Weiche steht. Ja, die steht. So, gut. In den Hauptbahnhof. Nee, ich brauche die Weiche nicht. Ich muss die Weiche stellen und wenn die Weiche nicht reagiert, dann nützt mir auch die Barriere nichts. Jetzt. Nee. Ich
Die reagiert nicht, diese blöde Weiche. Gut, dann müssen wir was anderes machen. Kurz vor der Endstelle nochmal ein Stangentheater. Nehmen und dann können wir in unserem Platz reagieren. So, gut. Oh, wenn das hier noch losgeht mit KI-Bussen, dann wird das unerträglich. Hlavní nádraží. So. Konečná zastávka, prosíme, vystupte. 13 Wagen. Machen wir jetzt aber nicht. Aber damit er hier zufrieden ist und das Feld frei gibt. Ah. Machen wir nochmal eine Außenansicht und. Oh, ey, hier ist ja wieder alles im Weg. Ich sage wie immer beim Schließen der Türen.